Servus, liebe 1000 PS-Zuseher. Wir befinden uns hier auf der Reitwagen Ranch beim Big Enduro Event. Neben mir ist Gerhard Buchmann. Der Gerhard ist der Fahrer vom Service Truck, der hinter uns steht. Gerhard, kannst du uns ein bisschen was zu dem Lastwagen erzählen? Was unterscheidet dieses Fahrzeug von der Serie? Serienmäßig ist Großteil von dem Fahrzeug. Verändert ist die Achsführung, das heißt Blattfederung, Aufhängung. Dann die Sicherung vom Führerhaus ist zusätzlich im Rallye-LKW. Die Bereifung entspricht auch die Vorschriften im Reglement. Der Michelin-Reifen ist mit einer von den besten in der Standfestigkeit, am Gelände und am Asphalt, vom Verschleiß her hervorragend. Dann Motorleistung ist bei dem Fahrzeug nicht verändert. Luftfilteranlage ist vergrößert aufgrund der großen Staubentwicklung. Wir haben mehr Öl mit dabei und Kraftstoff haben wir 1100 Liter, dass wir große Etappen fahren können, teilweise bis zu 1500 Kilometer ohne Tankmöglichkeit. Ausstattung von dem LKW, Führerhaus, darf ich kurz aufmachen, ist Vorschrift, ist Schalensitze, dann Überrollbügel, Überrollkäfig. Wir sehen da bei dem Dings, bei dem Lastwagen hinten einen riesengroßen Aufbau. Was befindet sich da alles drin? Im Aufbau selber ist die Lagerung von den Ersatzteilen in verschiedene Staukästen. Dann ist eine Werkbank mit drin, das heißt für die Fahrwerksleute zum Fahrwerkmacher. Für mich, ich tue also nicht nur LKW fahren, sondern ich bin auch der Mann, der alles schweißen kann und soll. Und auch kein Problem mit, wir schweißen Aluminium, Titan, soweit sind wir da drin vorbereitet. Du hast es vorher schon relativ ausführlich angeschnitten. Was mich noch interessiert, hat ein paar technische Daten. Gesamtgewicht, wie viel Sprit passt eine, welcher Verbrauch? Ja, der Verbrauch liegt sie je nach Streckeneinsatz zwischen 33 und 40 Liter. Ja, das kommt, wenn schwerer Sand dabei ist, kommst du also auf die 40 Liter. Normal, wenn Asphalt gemischt und harte Sandpisten, 33, 35 Liter. Wir haben 1100 Liter Sprit, also 1100 Liter Diesel dabei und das reicht doch dann für eine ganz schöne Etappe. Dabei handelt es sich jetzt um ein Allrad? Das ist ein Allrad, ja. Das ist ein 6x6, ist permanent auf die beiden Hinterachsen gefahren. Die Vorderachsen ist zuschaltbar und jede einzelne Achse ist zum Sperren. Ja. Was dazu kommt, ist eigentlich die körperliche Belastung. Das Fahrzeug hat keine Klimaanlage, weil das aufgrund der Staub- und Sandbelastungen doch ein Risikofaktor ist. Zusätzlich eben an der Klimakompressor noch drin hat und an und für sich ungesund, weil unser normaler Arbeitsbereich liegt irgendwo, der Außenbereich zwischen 40 und 50 Grad ist der Außenbereich, wo du dann Zelt aufbaust und arbeitest und deinen Dienst außen versiehst. Und wenn du dann in der kalten Kabine drin hockst ein paar Stunden, kommst wieder raus, dann ist das eigentlich ungesund, richtig ungesund, und das macht auch keinen Frieden, nicht, dass du krank wirst. Also das ist, kannst du nicht brauchen, weil körperlich musst du absolut fit sein, sonst schaffst du das nicht. Gerd, ich danke dir recht herzlich für das ausführliche Interview und Servus, bei Gott. Servus.